die Prinzessin. Hier kommt die Prinzessin. Heute Morgen ist es sehr ruhig. Mal sehen, was die Prinzessin macht. Und dann... Prinzessin? Oh, hallo! Was machst du gerade? Mein Cousin kommt uns heute besuchen. Mama hat gesagt, ich soll was für ihn machen, damit er sich hier wohlfühlt. Also gibst du ihm eine hübsche Schachtel. Doch keine Schachtel. Ich gebe ihm Gisbert. Du gibst ihm Gisbert? Ja! Juhu! Sie sind da! Wo bin ich? Wo bin ich? Da! Hallo! Ich glaube, unsere Prinzessin hat da etwas für dich. Hier! Nein, er heißt doch Gisbert. Niam, 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 niam. Danke, Prinzessin. Er scheint Gisbert sogar noch mehr zu mögen als sein altes Nam Nam. Ich bin so stolz auf dich, Püppchen. Das war wirklich lieb von dir. Ah, très bon. Was für eine großzügige Prinzessin. Dankeschön. Ich bin sehr nett. Gut gemacht, Prinzessin. Es war lieb von dir, Gisbert zu verschenken. Nein, stimmt doch nicht. Ich hab ihn nicht verschenkt. Oh. Ich hab ihn verliehen. Nur bis heute Abend. Oder nicht? Nun ja, nein. Oh, nein! Wo willst du hin, Prinzessin? Ich hol Gisbert zurück. Papa! Papa! Oh, hallo, Prinzessin. Ich hab einen Fehler gemacht. Ich will Gisbert zurückhaben. Du kannst deine Meinung nicht wieder ändern, wenn du einmal etwas verschenkt hast. Stell dir vor, wie traurig der kleine Wonneproppen wäre. Aber Gisbert ist zu groß für den kleinen Wonne-Ding. Unsinn. Du hattest Gisbert auch als Baby. Oh, ich weiß noch, als du so klein warst. Gisbert. Mal sehen, was ich für euch beide habe. Oh, schaut. Die ist für Schlamper. Und eine hübsche Schleife für Murr. Oh, wie süß. Viel Spaß. Ist das Gisbert? Ja. Dein Gisbert? Ja. Ich hab ihn aus Versehen verschenkt. Und jetzt kriege ich ihn nicht wieder. Oh. Ah, wieso versuchst du nicht, etwas zu finden, womit du ihn zurücktauschen kannst? Ja, genau. Ein anderes Nam-Nam. Oh. Hey. Nein, lass los. Das ist mein Nam-Nam. Hier, ich tausche dein Töpfchen gegen Gisbert. Oh,
mit einem glänzenden Königen-Nam-Nam. Schiffiges Nam-Nam? Das ist mein Schiff. Na, na, ist ja gut. Ein Dreirad-Nam-Nam. Nein, das gehört mir, Prinzessin. Das ist gemein. Das ist nicht sein Nam-Nam. Das ist mein Gisbert. Nam-Nam. Gisbert. Oh je. Prinzessin. Kartoffelbrei mag Gisbert nicht. Kein Hungerpüppchen? Nein. Nam, nam. Das ist gemein, 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 das Was ist gemein. Was ist denn, Prinzessin? Gisbert mag kein Kartoffelbrei und er mag's nicht, wenn man Nam Nam zu ihm sagt. Er heißt Gisbert. Mein Gisbert. Du vermisst ihn sehr, nicht wahr? Ja. Was willst du jetzt machen? Ich weiß nicht. Oh, er ist so süß. Hä? Ich könnte ihn fressen. Ja, er ist wirklich süß, wenn er schläft. Ich habe ihm hier drin sein Bettchen gemacht. Ihn kann nichts aufwecken. Oh. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mir Gisbert zurückhole. Gut, schön weiter schlafen. Komm schon, komm schon. Was machst du da, Prinzessin? Oh, na sowas! Dein blauer Elefant! Das ist aber ein schönes Geschenk, Prinzessin. Das ist wirklich nett von dir. Ja, sehr nett. Danke, es war sehr schön bei euch. Ihr müsst uns bald wieder besuchen. Danke für Gisbert, Prinzessin. Ja. Jetzt hat er einen Nam-Nam übrig. Nam-Nam. Vielleicht könnte ich das haben. Ich hab ja jetzt keinen Nam-Nam mehr. Oh, natürlich, wenn du das möchtest. Es riecht muffelig. Ach, das können wir waschen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Mach's gut, Gisbert. Jetzt sehe ich dich nie wieder. Ich kann einfach nicht schlafen. Wie wär's mit heißer Milch zum Einschlafen, Prinzessin? Hab ich schon versucht. Und auch meine kuschelige Wärmflasche. Dann hast du wohl schon alles probiert. Sogar das mufflige Nam-Nam. Ich brauche Gisbert. Juhu! Das ist die Tante! Es ist so, Prinzessin. Dein kleiner Cousin kann nicht einschlafen. Oh. Ich auch nicht. Oh. Er vermisst sein Nam-Nam. Oh. Jetzt geht uns ein Licht auf. Also ich wollte fragen, ob er möglicherweise sein Nam-Nam zurückhaben könnte. Weißt du, wenn man etwas verschenkt hat, soll man es nicht wieder zurückwollen. Aber von mir aus können wir wieder tauschen. Jetzt gleich. Gisbert! Vielen Dank. Jetzt schläft er bestimmt viel besser. Ich bin so stolz auf dich, Prinzessin. Ich bin ganz nett.
Jetzt habt ihr beide eure Nom-Noms wieder. Er heißt aber Gisbert. Komm, Gisbert, jetzt bist du wieder zu Hause. Gute Nacht, Gisbert. Ich hab dich vermisst.